Tag in einem Vlog heute auf meinem Channel, liebe Zuschauer. Heute, das ist mehr oder weniger so ein kleines Support-Video. T-Shirt, erster Link in der Videobeschreibung. Auf alle Fälle habe ich einen Kumpel, der heißt David, und zwar der setzt sich so ein bisschen mehr oder weniger für die BMX-Szene ein, und zwar der hat sich gedacht, da muss ich mal wieder was Gutes tun. Hat einen BMX-Job gemacht, hab da auch was bestellt. Sieht man am Fahrrad natürlich. Und wir haben ja einen seltenen Gast, Lukas Kämmer. Wie alt sind Sie? Bis 21. Haben Sie schon mal was bei Blankstore bestellt? Immer. Waren Sie bis jetzt immer sehr zufrieden? Ja, Blankstore, bester Laden, gell? Also tut viel für die Szene hier im Umfeld. Lokaler Shop, Kundenbetreuung, absolut klasse, muss man echt sagen. Also wenn es mal ein bisschen länger dauert, kriegt man irgendwas dazu. Keine Ahnung, T-Shirts, dies, das, Ananas. Also auf jeden Fall bester Laden, eben best. Würden Sie den Zuschauern auch empfehlen, dort unbedingt was zu kaufen? Definitiv. Weil damit supporten sie ja nicht nur den Laden und kaufen ihre eigenen Parts, sondern supporten halt auch unsere lokale BMX-Szene. Ja, und alles Mögliche halt, was es hier so gibt, gell? Dankeschön für Ihre Worte, Herr Lukas Kämmer. Schön, ja, mit Ihnen. Wo kann ich meinen Lohn abholen? Dein Lohn? Ich gib's dir. Das geht später. Und dann hat er sich gedacht, muss er noch was Gutes tun. Und zwar hat er einen BMX-Kanal, der ist jetzt hier oben irgendwo mal verlinkt. Und zwar lädt er das BMX-Edit hoch. Ihr könnt davon auch ein Teil sein, indem ihr einfach Videos einschickt. Link dazu ist in der Infobox. Das Ganze, da steht irgendwie Dropbox oder so davor. Da müsst ihr einfach einen Clip von euch einschicken und er tut euch in ein Video mit rein. Und zwar macht er jeden Monat einfach nur so BMX-Edit von verschiedenen BMXern. Er gibt halt einfach die Möglichkeit, dass halt viele verschiedene BMXer mit auch verschiedenen Tricks, also Street, Park und so, oder vielleicht sogar Dirt Jump, war noch nicht dabei, aber ich denke mal, wird auch bald dabei sein. Den gibt er halt allen Chance, dort in ein Video reinzukommen. Finde ich, ist eine übelst gute Idee. Sein Kanal ist, wie gesagt, hier oben verlinkt. Und ich würde sagen, ich schneide jetzt mal hier eine kleine Szene rein von so einer Idee, dass ihr wisst, was es einigermaßen ist. Oder schaut jetzt einfach bei Ihnen auf dem Kanal vorbei. What you doing, getting paid, young nigga? You know shit don't ever change, my nigga. What you doing, getting paid, young nigga? Von den von euch ein, sollte nicht unbedingt die schlimmste Kameraqualität sein. Er wird sich freuen über einigermaßen hochqualitative Videos. Er freut sich halt einfach drüber. Lasst ihn ein Abo da, er hat es echt verdient. Er gibt sich da übelst viel Mühe. By the way, das T-Shirt könnt ihr auch kaufen. Link dazu ist offen einfach. Und sobald ihr auch das T-Shirt anhabt, könnt ihr gleich mehr Tricks. Ich würde sagen, ich zeige euch das mal kurz, wie das aussieht mit T-Shirt. Wie man sieht, das T-Shirt ermöglicht zwar coolere Tricks, aber trotzdem ist Schütz nicht vor Verletzung. Sieht man's? Sieht man jemanden? Man sieht's. Ja, man sieht's. Okay, aber trotzdem, es war möglich sein, eine schmerzfreie Fahrt. Für die Zuschauer, das wird jetzt auch vom Video, wenn es euch gefallen hat, dass wir einfach einen Daumen nach oben da. Nicht wundern. Soll ich langsamer reden? Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einfach Daumen nach oben da, abonniert mich, nicht. Ich wundere, dass die Vlogs in der Zeit ein bisschen kürzer sind, aber ich finde kürzere Videos, dass ich hier einfach besser anschaue. Ciao, und das war's vom Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren. Das war's. Ciao.